Ja, hallo, hier ist Annick vom Momus. Heute wieder Faszientraining. Heute kümmern wir uns um die vordere Kette, die seitlichen Linien, den Rücken, rückwärtige Linie und die Spirallinien. Wenn ihr habt, legt euch einen Block beiseite oder ein dickes Buch und eine Decke, um euch die Knie abzustützen oder ein weiches Kissen. Dann kommen wir erstmal an. Stellt euch aufrecht hin. Großzehballen, Kleinzehballen, Fersen belastet. Guckt mal, dass ihr das Fußgewölbe aufbaut. Eure Knie sind leicht gebeugt. Euer Bauch anspannen. Ihr hebt euer Brustbein, euer Nacken ist ganz lang. Und ihr atmet erstmal tief ein. Und aus. Nochmal tief ein. Zieht die Schultern gern mit hoch und atmet aus. Ein letztes Mal tief ein und aus. Wir atmen ein, ziehen uns schön lang und locker lassen. Noch tief ein, strecken die vordere Kette, den Kopf nicht so weit nach hinten fallen lassen und aus. Ein letztes Mal und locker. Und dann reckt und streckt ihr euch mal. Zieht mal so alles auseinander in alle Richtungen. Die Beine mitnehmen. Mal die Handrücken zur Decke zeigen lassen und mal die Innenfläche. Zieht euch in die Seiten. Zieht euch etwas in die Schräge. Und dann setzen wir die Hände auf die Oberschenkel oberhalb des Knies, machen den Rücken rund und ganz gerade. Nochmal runden, Schultern unten lassen und ganz gerade. Ein letztes Mal. Und wir richten uns auf. Ihr öffnet weit die Arme, setzt das rechte Bein hinter das linke. Zieht euch hier in die Seite. Wir dehnen die seitlichen, die Laterallinien tief ein. Und aus zur Seite. Andere Richtung. Nochmal über die Mitte. Rüber mit dem Ausatmen. Achtet drauf, dass Luft zwischen den Ohren und den Schultern ist. Und wieder locker lassen. Und nochmal wechseln. Atmet hier oben in die Flanke. Zieht euch hier schön raus. Letztes Mal. Und in ein kleines Federn. Zieht euch hier schön lang. Tief ein. Und aus. Und auch hier, lang. Atmet entspannt ein und aus. Und wir kommen mit. Und alles mal locker lassen. Wir legen die rechte Hand auf die linke Hüfte und ziehen uns zur Seite, blicken der Hand hinterher. Achtet auf eure Spannung in der Körpermitte. Und legt euch über einen großen Ball nach vorn. Auch hier wiederholen wir das noch zweimal. Zur Seite drehen. Beide Beckenknochen zeigen die ganze Zeit nach vorne. Wir drehen uns aus der Brustwirbelsäule der Taille nach hinten. Und nochmal beugen. Ein letztes Mal. Auch hier kommen wir in ein kleines Federn. Und locker lassen. Wir wechseln. Andere Hand auf die Hüfte. Zur Seite drehen, der Hand hinterher gucken. Wir wollen hier in den schrägen Linien, in den Spirallinien beweglicher werden, uns auseinanderziehen. Einatmen und über den großen imaginären Ball lehnen.
Und nochmal. Spürt die Dehnung hier. Oben Brustmuskel ansatz. Und nochmal locker lassen. Letztes Mal. Und in ein kleines Federkorb. Spürt mal nach, ob ihr hier irgendwie an einem gewissen Punkt festhängt. Und locker lassen. Dann lassen wir Beine, Arme baumeln. Wir atmen tief ein und ausatmen, rollen wir noch ein Stück tiefer. Jetzt dehnen wir hier die rückwärtigen Linien. Ihr spürt den Zug in der Beinrückseite. Lasst den Kopf entspannt hängen. Linke Hand greift den rechten Fußknöchel. Und dann strecken wir das rechte Bein, beugen das linke und drehen uns zur Seite auf. Ihr spürt den Zug an der Beinrückseite und hier wieder die Spirale. Und einmal wechseln auf die andere Seite. Ein, zwei Atemzüge halten und nochmal wechseln. Schön in die Öffnung gehen, schiebt euch weit raus und locker lassen. Und öffnen. Und tiefer. Und einmal noch die Seite. Und auch hier kommen wir wieder in ein Federn. Denkt an eure Bauchspannung. Atmet entspannt. Und locker lassen. Und auch hier. Und locker lassen. Atme tief ein und ausatmen. Rollt ihr nach oben auf, streckt euch. Nehmt die Hände, fasst sie hier nach hinten zusammen, stellt euch aufrecht hin. Tief einatmen und ausatmen. Zieht euch hier weit auseinander. Guckt, wie weit ihr in diese Beuge kommt. Einatmen. Und wir lehnen uns nach vorn. Zieht die Arme weit nach hinten, Schultern locker lassen, Schultern schön nach hinten ziehen. Atmet entspannt ein und aus. Ein Atemzug noch. Und wir strecken uns nochmal nach oben, öffnen die Brust weit und locker. Wir kommen gleich in einen herabschauenden Hund oder Upstretch. Ich zeige euch dann auch Varianten, falls es nicht so gut geht. Wir atmen tief ein und ausatmen, rollt der Kopf, die Schultern, die Brustwirbelsäule. Wir laufen mit den Händen ein, zwei Schritte nach vorne. Fingerspitzen weit öffnen. Ihr guckt mal, ich drehe mich mal zur Seite. Erstmal auf der Stelle laufen. Das Gewicht von den Händen nehmen, ihr schiebt euch Richtung Decke. Wenn ihr könnt, schiebt ihr beide Fersen in den Boden und der Rücken ist ganz lang. Wichtig ist der lange, gerade Rücken. Funktioniert es nicht so gut, beugt ihr die Knie an und kommt in diese Position. Lang strecken, einen Moment halten, Rücken- und Beinrückseiten werden. Atmen tief ein und aus. Wir heben das rechte Bein nach oben, strecken uns lang hinaus. Spürt den Zug. Kommt mal in eine Öffnung. Schiebt die Hüfte nach oben. Der Unterschenkel fällt zur Seite. Die Ferse, rechte Ferse zum linken Po. Und wieder strecken. Auf eure Art und Weise holt ihr das Bein nach vorne. Und richtet euch auf. Dreht die hintere Ferse etwas ein. Wichtig ist, das Becken zeigt nach vorne.
Wir atmen tief ein, strecken wieder die vordere Kette. Auch hier wieder einen Moment halten. Atme tief ein und aus. Dreht mal die Ferse, hebt die Ferse hinten an. Tief einatmen und ausatmen, alles mal locker lassen. Das wiederholen wir noch zweimal. Tief ein und aus. Letztes Mal. Und locker lassen. Rollen uns nach unten ab. Hände neben den Fuß setzen, nach hinten in den herabschauenden Hund. Wir atmen tief ein, ausatmen, die Knie absetzen, den Rücken runden, einatmen. Übertriebenes Hohlkreuz kommen. Gerne den Kopf etwas nach unten nehmen, damit die Nackenmuskeln nicht so belastet werden. Wir gehen auf die andere Seite. Fußspitzen aufgestellt, nach oben schieben. Noch diese Position oder so, langer gerader Rücken. Jetzt das linke Bein. Schön nach oben strecken und anwinden. Jetzt dreht ihr euch auf. Und wieder in die Mitte. Das Bein zieht nach vorne, hinten die Ferse einbringen. Ihr richtet euch auf, wichtig hier die Bauchspannung. Streckt euch. Atmet tief ein und aus. Beckenknochen nach vorne zeigen. Und die Ferse heben, einatmen und ausatmen, locker lassen. Und nochmal tief ein und aus. Letzte Runde. Und lösen. Auch hier rollen wir uns ab, nach hinten setzen, nochmal in den herabschauenden Hund upstretch. Die Knie aufsetzen. Die Hände nach vorne strecken, ein bisschen weiter wieder. Fingerspitzen weit öffnen, den Po schiebt zu den Fersen. Spürt die Länge hier in den seitlichen Linien im Rücken. Und dann richten wir uns auf. Gerne eine Decke nehmen. Die Knie aufstellen, die Fußspitzen gerne aufstellen. Wir gehen noch mal an die vordere und die schräge Kette. Tief ein und aus. Lehnt euch ein Stück zurück. Streckt die Arme nach oben. Bauch anspannen, schön fest hier. Die Hand, die zu mir zeigt, nach hinten nehmen und strecken. Gerne auch die andere Seite. Ansonsten so weit kommen, wie ihr könnt. Schiebt die Brust weit nach vorne raus, den Bauch anspannen, in Richtung Brustbein. Zwei, drei Atemzüge halten. Ihr spürt die Dehnung in der vorderen Oberschenkelseite. Und wieder zurück. Jetzt gehen wir an die schräge Kette. Gegenüberliegende Ferse und hier nach oben strecken. Wir sind hier in der Spirale. Auch hier zwei, drei Atemzüge halten, tief ein und aus. Und locker lassen. Andere Seite. Nach unten und strecken. Zieht euch lang. Atmen und nach oben ziehen. Nochmal tief einatmen und locker lassen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist anstrengend, aber spürt schon mal in euch, wie fühlt sich alles an. Merkt ihr schon ein bisschen, dass ihr beweglicher werdet? Setzt mal die Hände auf, entweder die Decke unter den Knien lassen.
aufstellen. Das Gewicht von den Händen nehmen. Ihr schiebt die Schultern Richtung Decke und ihr macht den Rücken. Und jetzt mal alles durchbewegen. So. Fußrücken gerne auflegen. Ihr schiebt euch nach vor. Weg von den, ne, drückt den Boden weg. Bauch ist fest und langsam. Hier. Ihr könnt den Bauch auflegen, ihr könnt ihn aber auch in der Luft halten und strecken. Richtet euch so weit auf, wie es für euch angenehm ist. Vielleicht seid ihr hier nur im kleinen Schwank. Wir dehnen nochmal die vordere Kette. Und schieben uns nach unten. Drücken uns nach oben, machen den Rücken ganz rund und tauchen nach hinten ein. Wie eine Welle schieben wir uns nach vorne, auf, nach unten und nach oben. Letztes Mal. Strecken. Nach unten schieben. Und runder Rücken nach hinten schieben. Atmet, wenn ihr möchtet, legt ihr einmal die Arme nach hinten ab, den Kopf locker lassen. Alles mal auslockern. Tief ein- und ausatmen. Dann richten wir uns wieder auf. In den Vierfüßlerstand. Die rechte Hand nach vorne. So. Hier halten. Wir dehnen die Seite. Ihr merkt den Zug hier an der Brust. Es zieht. Ihr atmet tief ein und aus und krabbelt noch ein Stück rüber. Ja, es zieht noch mehr. Möchtet ihr mehr, setzt ihr das rechte Bein nach hinten. Zieht euch auseinander und atmet tief ein und aus. Und wenn ihr möchtet, krabbelt ihr noch ein Stück weiter. Es darf ziehen, es darf keinen stechenden Schmerz geben. Und langsam zurück. Nochmal runden, einfach auseinanderschütteln. Einmal noch die andere Seite rüberziehen. Rüber krabbeln. Ja, zieht auch bei mir. Und langsam in die Mitte. Ich glaube, wir brauchen mal einen Schluck zu trinken. Einmal alles auslockern. Wir sind dann wieder im aufrechten Stand. Alles ausschütteln. Lockern. Wir atmen noch mal tief ein. Bauch entspannen. Und einmal noch locker lassen. Richten uns wieder auf. Und locker lassen. Ihr schiebt einmal die Finger, so weit es geht, nach unten. Einmal den Rücken ganz gerade. Und den Kopf zwischen die Knie ganz locker. Die Hände vorne aufsetzen. Nochmal in den Vierfüßlerstand kommen. Runder Rücken. Und die Umkehr. Und noch aufrichten. Nochmal wiederholen. Rund. Und durch. Etwas schneller. Runde. Strecke. Runde. Strecke. Runde. Und ganz gerade. Die Hände stehen unter den Schultergelenken, die Knie unter den Hüftgelenken. Bauch anspannen, wegschieben. Ne? Ihr drückt den Boden weg, ihr schiebt eure Schultern zur Decke. Der Kopf ist, Nacken ist ganz lang. Wir strecken den rechten Arm und das linke Bein. Zieht euch lang auseinander, atmet ein. Und ausatmen.
Knie und Ellbogen zusammen. Und nochmal ein. Und aus, runter. Ne? Der Rücken wird gestreckt und die vordere Kette ziehen wir auseinander. Wir werden schnell. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein letztes Mal. Halten und federn. Wegdrücken vom Boden. Zieht euch schön auseinander. 4, 3, 2, 1. Absetzen. Runder Rücken. Und etwas umkehren. Und nochmal runder Rücken. Und der gerade Rücken. Die andere Seite. Linker Arm. Daumen zeigt zur Decke. Rechtes Bein. Aus dem Schultergelenk und dem Hüftgelenk ziehen wir uns auseinander. Den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Tief einatmen und ausatmen. Mund oder Nase runter. Und strecken. Runter rücken. Und strecken. Runter rücken. Und strecken. Bereitet euch vor. Und ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Und nächstes Mal federn. Lang auseinanderziehen. Und locker lassen. Fußspitzen aufstellen. In den herabschauenden Hund. Eure Position. Rechtes Bein strecken. Vorne zwischen die Hände setzen. Nee, jetzt merkt hier, oh, ich habe keinen Halt. Schnappt ihr euch euer Buch oder euren Block hier schön rein und streckt euch zur Seite. Hier sind wir nochmal in den Spirallinien und hier die vordere Kette Hüftbeugern. Kleines Federn. Na, eben spürt auch den Zug. In der rechten Gesäßhälfte und absetzen. Die Hände aufstellen und zurück. Und nochmal in den herabschauenden Hund. Kopf ist ganz locker. Rücken lang und gerade. Oder hier. Linkes Bein strecken. Nach vorne. Hier könnt ihr wieder den Block nehmen oder auch so die Hand aufstellen und dreht euch auf und atmet tief ein und aus. Ganz entspannt. Rausschieben von der Hand, ne? Nicht reindrücken, sondern wegschieben. Dann sind die Handgelenke auch nicht so belastet. Und locker lassen. Zack. Entweder in den Vierfüßlerstand oder den herabschauenden Hund. Wir setzen die Knie auf. Jetzt mal die ganz einfache Variante. Wenn ihr hier nicht im Vierfüßlerstand seid und durchdrücken, könnt ihr auch die Bewegung machen. Hände an die Knie, Rücken ganz rund. Und streck. Und runde. Strecken und runden. Schön den Rücken mobilisieren. Und wir dehnen hier auch noch mal in der vorderen Kette. Gut. Dann strecken wir die Beine nach vorne. Beide Sitzbeinhöcker. Wir gehen noch mal ein bisschen in die seitlichen Dehnungen, die schrägen. Wir machen eine kleine Abfolge. Gerne das rechte Bein anbeugen. Knie schiebt zum Boden. Geht das jetzt nicht? Lasst ihr das Bein gestreckt. Und wenn es auch mit dem Sitz schwierig ist, könnt ihr euch nochmal eure Decke oder den Block nehmen und draufsetzen.
Seid ihr ein bisschen erhöht, das Knie kann tiefer kommen. Eine Option. Linkes Bein rübersetzen. Ihr fasst mit dem rechten Arm das linke Knie. Ihr spürt den Zug an der Beinrückseite. Eben den linken Arm drehen nach hinten. Schieben uns weit raus. Blick zur hinteren Schulter. Langer, gerader Rücken. Und wir dehnen die Spirallinie. Atmet entspannt ein und aus. Und löst. Gerne jetzt einmal in den Schneidersitz. Rechte Hand aufstellen. Und schiebt euch hier rüber. Beugt den rechten Arm. Zieht euch rüber. Ihr wollt hier in die Dehnung kommen. Wieder Luft zwischen Ohren und Schultern lassen. Und schiebt mal hier die Flanke weit raus. Wir atmen jetzt hier oben in den oberen Rücken. In die Brust. In den Brustraum. Tief ein und aus. Schön gerade sitzen. Ne? Und locker lassen. Das linke Bein können wir hier gleich anwinkeln oder strecken. Das überlasse ich euch. Das rechte Bein rübersetzen. Ne? Einen Knoten machen, hier mit der linken Hand das rechte Knie fassen, rechte Arm schiebt nach hinten und ihr verdreht euch richtig schön. Es ist wie ein Verwringen, die Spirallinien, der Po wird mitgedehnt und ihr atmet ganz entspannt durch die Nase ein und aus. Und auch hier könnt ihr in die Drehung atmen, ihr atmet ein. Und ausatmen, noch ein Stück nach hinten. Und nochmal. Gerader Rücken, stellt euch vor, ihr habt einen Stock hier im hinteren Rücken. Spürt, wie der Atem fließt. Und löst. Auch hier gleich in den Schneidersitz. Ne? Spürt die Erhöhung, eure Knie kommen tiefer. Linke Hand aufstollen, linken Arm beugen und zieht euch hier in die Laterale. Ne? Die seitlichen Linien. Schiebt euch raus, atmet tief ein und aus. An die Bauchspannung denken und löst. Zieht nochmal beide Arme nach oben, streckt euch und locker lassen. Und nochmal strecken und locker lassen. Alles lösen. Die Beine nochmal nach vorne strecken. Wir gehen jetzt in so ein Federn. Wir wollen noch mal hier beweglicher werden in der Spirallinie, in den schrägen Bauchmuskeln. Ihr zieht beide Arme gerade. Wir federn gleich dreimal nach rechts und einmal nach links. Das wiederholen wir dreimal. Tief ein und eins, zwei, drei und zack. Und eins, zwei, drei und zack. Ein letztes Mal. Eins, zwei. Drei und zack und locker los. Andere Seite. Eins, zwei, drei und zack und eins, zwei, drei und zack und eins, zwei, drei und zack und locker los. Spür nochmal hier. Na, hier können wir die Hüfte nicht mitnehmen zum Ausweichen. Hier den. Gut. Einmal noch in den Vierfüßlerstand. Runder Rücken und lösen. Letztes Mal, herabschauender Hund.
Zieh die Schulterblätter weit zurück. Wir schieben uns nach vorne. Eine Plank. Halt. Jetzt muss der Bauch etwas mitarbeiten, denn lockere, weiche Faszien brauchen auch Körperspannung. Trainieren den ganzen Körper. Die Bauchmuskeln werden angespannt. Und weiter atmen. Tief ein und aus. Und einmal die Knie absetzen. Die Hände falten. Die Ellbogen aufstellen. Die Unterarme. Die Fußspitzen aufstellen. Ganz einfache Variante des Kopfstandes, um nochmal die Beinrückseite, den Rücken zu dehnen. Der Kopf schwebt über dem Boden. Schultern zurückziehen. Ihr lauft mit den Füßen so weit nach vorne, wie es halten könnt. Ja, ist anstrengend. Ihr atmet tief ein und aus. 5 Atemzüge tief ein und aus. 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Rechtes Bein, linkes Bein nach hinten. Nochmal in den geraden Stütz. Jetzt darf der Bauch nochmal zittern. Und langsam ablegen. Die Hände neben die Ellbogen, neben die Brust, setzen die Hände hier nach vorne. Einmal noch die vordere Kette, die Sphinx. Heben, langer Nacken. Bauch anspannen. Und lösen. In den herabschauenden Hund und alles los. Setzt euch nochmal auf die Fersen. Rechtes, linkes Bein nach vorne. In die Rückenlage kommen. Die Füße aufstellen. Alles mal auslockern. So, wenn ihr einen Block habt oder ein Buch, vielleicht über das Buch ein Handtuch. Geh noch mal in die Dehnung der vorderen Kette. Atme tief ein und ausatmen, heben wir den Po. Jetzt könnt ihr den Block unter das Kreuzbein stellen. Und hier halten. Auch hier 5 Atemzüge. Ein und aus. 1. Spürt wie die 2. Eure Bauchdecke sich hebt und senkt. 3. Und 4. Und 5. Den Po anheben, den Block rausnehmen, in die Rückenlage kommen. Beine strecken. Spürt den Zug hier nochmal an der Beinrückseite. Wieder haltet ihr euch hier oder geht ein Stück weiter hier nach oben oder die Fußspitzen kommen ganz zum Boden. Nochmal den Rücken dehnen, tief ein und aus. Reicht auch so. 5 Atemzüge, ein und aus. Tief ein und aus. Auf 2. Auf 3. Und 4. Und 5. Langsam lösen. Aufrichten. Die Beine ausstrecken. Wir gehen in die Gegenbewegung. Krabbelt mit euren Fingerspitzen nach vorn. Jetzt ist es mir wichtig, nicht, dass ihr möglichst weit kommt, sondern den Moment zu halten, wo wir hier nochmal den langen Rückenstrecker auseinanderziehen. Tief ein und aus. Ich drehe mich nochmal zu euch.
Auch hier tief ein und aus. Die Knie können angebeugt sein, nur wenn ihr merkt, oh, die Beinrückseite ist einfach verkürzt. Und langsam aufrichten. Fingerspitzen wollen im rechten Fußspitzen oder hier zur Wade. Und ihr greift hier, hier und zieht euch nochmal in die Seite. Auch hier mit jedem Ein- und Ausatemzug versucht ihr ein Stück weiter zu kommen. Wir lösen, wechseln auf die andere Seite. Rausziehen. Ein und aus. Und locker lassen. Beide Füße zusammen. So, spürt mal in euch. Fühlt sich alles an. Macht einen Vergleich zum Anfang der halben oder halben Stunde. Fühlt ihr euch beweglicher? Oh. Ich kann mich viel besser nach hinten drehen, der Blick nach hinten, die Seiten, die ganze vordere Kette. Atme tief ein und aus. Den Bauchnabel nach innen, der Nacken ist ganz lang. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es tut euch gut. Und bis zum nächsten Mal.